Ohne jetzt dreist und aufdringlich zu sein, ist es für mich immer wieder eine Herausforderung, Filmaufnahmen machen zu dürfen. Und da ich die Sprache nicht spreche, freue ich mich jedes Mal, wenn es über Augenkontakt, über Handzeichen funktioniert, die Erlaubnis zu bekommen, die Kamera einschalten zu dürfen. Jetzt bin ich hier in Kribi auf dem Fischmarkt, der befindet sich hier drüben auf der anderen Seite. Und hier bei den Müttern und Damen der zubereitenden Seite wird dieser Fisch, den ich gerade hier gekauft habe, das heißt, das sind jetzt Krevetten, zubereitet. Dort ist mein Motorrad geparkt. Ich fühle mich hier sehr sicher. Also die Logistik ist ziemlich klar. Die Fischer kommen hier morgens. Aus, wird vorsortiert, dahinter ist das Kühlhaus und dann wird das Ganze weiter hier mit rübergebracht. Perfekt organisiert, wirklich sehr bewährt und die Preise sind alle stabil. Also ich kenne die Preise noch von vor 2 Jahren, da kostet das Kilo Krevetten auch 4000 CFA zubereitet. Das ist Kriegen, immer wieder gut. Das Ganze hat jetzt 20 Minuten gedauert und wird mich ungefähr 10 Euro gekostet haben. Was diesen Strand unter anderem noch so besonders macht, ist die Tatsache, dass es hier ganz, ganz langsam ins Wasser reingeht. Also man kann hier sehr weit reinlaufen und die Kinder können hier richtig schön schwimmen lernen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie hier gleich ertrinken. So. Und ich habe die eine rechte, wo die Tür jetzt offen steht, kleine Kalabut. In wenigen Minuten brechen wir auf. Ich weiß nicht, wir haben ungefähr 5 Uhr und er ist der Kapitän. Yes. Ja, wir sind alle mit Stirnlampen ausgerüstet. Ich darf meine auch tragen und das ist auch gut so. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was mich jetzt in den nächsten 3-4 Stunden erwartet. Dieses Boot macht einen sehr eleganten Eindruck, aber es schaukelt doch sehr, sehr stark. Und so wie ich das jetzt mitbekomme, fährt man 2-mal am Tag raus. Einmal morgens früh und kommt morgens früh dann auch zurück und man fährt abends raus oder spät nachmittags und kommt am Abend. Diese wunderbaren, schönen, einsamen Sandstrände kann ich euch zeigen, an denen wir hier vorbeiziehen. Kilometerlang. Richtig toll. Ich hoffe, dort können viele Schildkröten brüten. So, es ist Zeit zum Fischen. Was mich freut, ist, dass hier auf den Booten sehr viele junge Leute anzutreffen sind, die dem Geschäft nachgehen. Das ist jetzt nichts Beunruhigendes. Mit ein paar Eimerschubsen ist das Wasser raus.
bin beeindruckt von der Länge des Netzes, so klein und handlich, wie es da hinten drin gelegen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass das 500 Meter und mehr oder länger ist. Also hier wird sozusagen über eine Distanz entlang zur Küste. Opa. Ja, jetzt müssen wir das Boot wieder anhalten. So. Nach gefühlt einem Kilometer ist das Ende sichtbar. Mit einer roten Boje, die da unten im Boot liegt. Bunker mit dir. What are you doing now? You control the fishing net? Yes, yes. Control. Control, yes. And the fish goes from land to the open sea, or from the open sea to the land? No, open sea to the land, because the sea come now. Aha, okay, okay. It goes back. Yes. So, im Hintergrund der Lichtschein der Gasfackel. Wir haben jetzt an der Boje festgemacht und warten. Er holt das Netz ein und lässt die Fische jetzt im Netz. So, das Netz ist eingeholt und jetzt geht's wieder zurück. Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist 4.30 Uhr gewesen, als wir aufs Wasser gefahren sind, auf die See. Und jetzt, naja, man kann es ja auch sehen, der Tag ist angebrochen und wir holen das Netz ein. Jetzt ist sozusagen die Fortsetzung von dem, was wir gestern Abend gemacht haben.
Wie schon anfangs erklärt, das Netz wird pro Fischvorgang oder Fischereivorgang mehrmals über die komplette Länge in die Hand genommen und ausgelegt. Dann wurde es kontrolliert, dann wurde es eingeholt und jetzt wird das eingeholte Netz wieder einmal durch die Hände laufen gelassen, um die Fische, die da jetzt drin sind, rauszuführen. So, ich habe jetzt diesen Job 2 Wochen gemacht. Was ist das Fazit? Also die Wahrheit für mich ist, ich habe großen Respekt bekommen vor handwerklich gefischten Fisch. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied zu dem, was da draußen auf dem offenen Meer von den internationalen Trailern gefangen wird. Paradoxerweise sind die Fischereirechte dort auf hoher See außerhalb der 12-Meilen-Zone an norwegische Fischer gegangen, die ihren Fisch nach Marokko bringen, der wiederum dort verarbeitet und dann nach Kamerun verkauft wird. Aber das nur am Rande. Diese 2 Schichten, Frühschicht und Spätschicht, sind sehr, sehr anstrengend. Je nachdem, wie viel Fisch gefangen wird, und man hofft natürlich immer viel Fisch zu fangen, ist es ein 12- bis 14-Stunden-Tag. Da ist noch gar nicht eingerechnet die Reparatur des Netzes oder die Reparatur des Motors oder sonst irgendwelche Sachen. Der Mond wird berücksichtigt, ist ganz klar. Die Gezeiten werden berücksichtigt, Strömungen und Winde werden berücksichtigt und es kommt sicherlich auch mal vor, dass es Tage gibt, an denen man nicht fischen kann, weil einfach die Bedingungen zu schlecht sind. Das heißt, wir haben jetzt hier auf den Vollmond gewartet und es war offensichtlich bei dem Vollmond, wurde viel, viel mehr gefangen. 400% mehr als das, was normalerweise gefangen wurde. Aber das ist ja auch normal, das muss ich keinem erklären. Es ist viel Arbeit für wenig Geld. Mit dem Geld, das hier erwirtschaftet wird, kann man vielleicht einen neuen Motor bestreiten, vielleicht ein anderes Boot kaufen, aber kein Auto fahren, keine Krankenversicherung unterhalten und die Kinder schwer ins Studium schicken.
ich kann das nicht bewerten, aber es ist einfach eine Tatsache, dass das so ist für die Fischer. Und die Fischer sind vom Charakter her Menschen, die eine gewisse Spielernatur haben. Sie setzen ihren Benzin, ihren Diesel ein für die Möglichkeit, jetzt in diesem Augenblick an der und jener Stelle Fisch zu fangen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe großen Respekt davor, was hier jeden Tag passiert. Und ich bin beeindruckt, wie viele junge Menschen diese Spielernatur pflegen und sich sagen, okay, ich setze jetzt meine wenigen Zefer oder Euros, die ich habe, und kaufe mir ein Boot, kaufe mir einen Motor und gehe dem Handwerk nach, das schon meine Väter betrieben haben. Es schlaucht ganz schön, mich auf jeden Fall. Ich habe, wie einige Leute wissen, einen Leistenbruch. Und es ist sehr, sehr beschwerlich, morgens dieses Boot zum Wasser zu bringen. Den Strand runter, das schafft man gerade mal mit zwei Leuten sehr, sehr schwer. Den Strand rauf, habt ihr in dem Video gesehen, da braucht man mindestens vier, besser sechs Leute. Und ja, also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich habe großen Respekt davor, was hier jeden Tag passiert. Und ich würde jeden Preis bezahlen, der hier aufgeboten wird, wenn dieses Geld direkt dem Fischer zugutekommt. Und natürlich verzehren wir alle viel Fisch und Fisch ist auch gesund und wichtig. Aber Fisch ist nur dann gesund, wenn wir das Meer sauber lassen und wenn dieser Fisch in einem Habitat aufwachsen kann, das über jeden Zweifel erhaben ist. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Abo meines Kanals und wenn ihr den Kontakt zu Gerdjön, dem Fischer, sucht, ich werde das in der Beschreibung mit einer Telefonnummer hinterlegen. Ich habe die Erlaubnis dafür. Wenn ihr nach Kamerun kommt, ihr dürft ihn begleiten, ihr dürft ihn kontaktieren. Er spricht Französisch natürlich, mäßig Englisch und ja, ihr seid immer herzlich willkommen bei Gerdjön, ihm zu helfen, sein tägliches Brot, seinen täglichen Fisch zu fangen. In diesem Sinne, alles Gute. Bis dann. Ciao. Euer Christian.